Wir machen mal eine richtige Begrüßung. Herzlich willkommen. Battleblock Theater ist das heutige Spiel und sehr wahrscheinlich auch das morgige und das übermorgige. Das wird jetzt euer Lieblingsspiel werden, wenn ich es mit Jan zusammen spielen werde. Ja, hallo, liebe Zusehende. Ja, hallo. Dieses Spiel ist ein wahnsinnig witziges Spiel von den Leuten von, wie heißen die nochmal? Newgrounds. Pump, Falb, Dan Paladin, die zwei Leute, die auch Castle Crashers gemacht haben. Ich glaube, das Spiel ist von 2011. Mhm. Und ich habe es noch nie gespielt. Richtig. Und deswegen hast du die Ehre, mich in Battleblock Theater zu entjungfern. Absolut. Ich kann hier gerade den Normal Mode und den Insane Mode einstellen. Jan, was möchtest du denn gern? Ich bin zwar wahnsinnig, aber da ich es noch nie gespielt habe, bin ich für den Normal Mode. Ich bin auch für den Normal Mode. Also, den ich habe echt, also ich habe ja wirklich keine Ahnung, was wir hier machen. Ich habe es damals, ich habe in meiner Steam-Liste habe ich so Kategorien, wo ich all meine Spiele eingeteilt habe. Ich habe es unter Plattformer abgelegt. Weiß aber nicht, ob das stimmt. Ja, doch, doch. Das kommt so hin. Okay. Ich mache mal gerade meinen Charakter zusammen. So, jetzt bin ich bereit. Okay, jetzt habe ich dir eine Invitation gesendet. Die habe ich bekommen und das Spiel lädt bei mir. Oh, da bist du ja. Yeah. Hast du das Dreieck-Face ausgesucht? Ja. Sehr gut. Ich habe den Stern. Cool. So. Ich habe mir gedacht, das Dreieck sieht scheiße aus, das nimmt keiner. Ich finde, der Stern sieht ultimativ kacke aus. Also, ich hatte gehofft, dass wir beide den Stern haben und beide scheiße aussehen. Okay. Oh, jetzt gibt es einen Intro-Film. Na sicher. Nur gute Spieler haben Intro-Filme. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh. Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship full of friends, hundreds of friends, best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board, Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom, best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic! Fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder, boom! And the lightning, boom! And the wind, boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you, Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Whoosh, 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 whoosh. Huge giant waves thrashed the boat to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, and made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship.
Wow. Ja, mein Sound war noch ein bisschen laut, deswegen konnte ich dich nicht ganz verstehen. Ich muss dich mal kurz leiser machen. Ich habe nichts Wichtiges gesagt. Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe immer so gesagt. Wo bist du? Ich bin irgendwie kurz nach rechts gegangen. Ich bin gerade noch im Menü. Der Narrator, der schubst mich schon. Der will, dass ich weiterspiele. Hä, ist das bescheuert? Ach das, ich hab das einfach gerade nicht gesehen. Ich hab das schon fast komplett runtergemacht, ist immer auch zu laut. Naja. So, dann komme ich jetzt mal. Da bist du. Ja. Hallo. Was kickst du mich hier, was soll das? Also, um das nochmal klarzustellen, ich bin der Dreieckkopf. Ja, ich bin der Sternkopf. Der Sternkopf. Kannst du mich jetzt überhaupt verstehen? Ja, ich verstehe dich. Gut. Wieso? Ah, das sind das Tretminen oder? Achso, die sind so zeitverzögerte Minen. Aua. Nicht, dass du mich nicht verstehst. So, wollen wir mal reingehen. Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. Ja, wir müssen unsere Freunde finden, das überzeugt mich. Ja, ja. Ich finde, das ist so die beste Story, die einem einfallen kann. Ja. Es geht um Freundschaft und so. Eigentlich, oh, wo bin ich? Ah, ey! Aua! Nimm das. Ey! Das ist ein Freundschaftstest, dieses ganze Spiel ist ein Freundschaftstest. Oh. Da verlieren wir wohl. So. Das haben wir schon gut geschafft. Ja, bis hierhin ist ja noch, das schaffe ich noch. Oh, happy day! It's Hattie! And look, he's made some wonderful new friends! Nein! They got him a present! How thoughtful! Hey, wait a second, I don't think that was a present! Oh nein! Der Hut des Teufels! Ein roter Hut des Teufels! Der sprechende Hut! Don't put it on, steht da! Slytherin! Oh mein Gott! My heart melts! Ich habe ein Achievement bekommen. Ich auch. Das war schwer. Okay. Also du hast das auf Xbox damals ganz viel gespielt, ne? Ja. Okay. So, wollen wir mal gucken, was uns das... Ach, ist da links in der Übersicht, hätten wir sehen können, wie viel wir schon befreit haben, oder was? Gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das unsere Achievements sind. Hier unten, die ersten. Ah ja. Mhm. Und das da sind, genau, wie viel wir befreit haben oder so, irgendwie Köpfe, keine Ahnung. Werden wir sehr wahrscheinlich noch rausfinden. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Wir sind jetzt anscheinend in einem Gefängnis gelandet. Lass uns doch einfach mal in die erste Zelle rein. Betreten alle Leute mit epileptischen Problemen bitte wegschalten. Alles klar, Welt 1-1. Drück uns allen die Daumen. So, ja, ich bin echt aufgeregt jetzt. Ist wie folgt. Wir haben, das wurde gerade am Anfang gezeigt, drei Diamanten oder drei Edelsteine, die wir sammeln müssen und dann können wir zum Ende. Okay. Das ist schon das Erste. Alles klar. Richtig. Jetzt müssen wir uns werfen. Ah! Moment. Ach so. Genau, stell dich bereit. Oh, falsche Seite. So, okay, jetzt muss ich hier hochheben. So, das kann man machen. Oh nein! Aber auch was? Ich hätte mir wahrscheinlich denken können, dass das sehr gefährlich ist. Okay, los geht's. Können wir nicht da rechts oben was machen? Das sieht so aus, als könnte man da was machen. Gute Frage, dann schmeiß ich dich mal hoch. Ich werfe. Oh. Warte. Geht's auf der Seite. Ja, so. Ah, okay, warte. Ich glaube, da kommen wir eh. Oh, da kommen wir eh noch hin. Nein, das schmeiße ich dich da hinten drüber. Okay. Danke. Du weißt, was du machen kannst. Aber du tust es nicht, das ist gut. Oh. Oh! Okay, was ist da? Eine goldene Wolle. Ein Wollknäuel. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das sind so Special Items. Ah, okay. Oh nein, ich kann ertrinken. Ja, ja. Wasser ist böse. Lava ist gut, Wasser ist böse. Habe ich denn, also wenn ich jetzt auf die Lava, kann ich sterben? Nee, Lava nicht. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Im Insane-Modus ist das so, dass man stirbt, wenn man an Wasser geht. Ah, okay. Aber das wird nachher noch tausendmal schwerer. Schwieriger, würden einige sogar sagen.
Manche würden sogar schwieriger sagen, ja. Ja. Okay. Wir haben jetzt alles bekommen, außer den Zeitbonus. Oh, ja, das lag jetzt an mir, es tut mir leid. Ja, ich weiß. So, wo sind wir denn hier gelandet? Hier, hol erstmal das da oben. Warte. So, ja, jetzt. Komm auf die andere Seite. Ja. Ja, jetzt. Perfekt. Ah! Okay, warte mal. Wie? Nein! Hilf mir doch! Ich wollte loslassen gerade. Ich mach das richtig. Ja, hol du es mal. Okay, Exit ist offen. Wir brauchen. Oh! Du Schwein! Warte mal, hier oben, da hinten ist bestimmt noch ein Wollknäuel. Ja. Schaffst du es? Ah, da muss ich auch kommen. Ja. Aber wie? Moment. Ja, komm mal her. Ah, tatsächlich, ich kann auch so kommen. Oh, okay. Danke, hätte ich sonst nicht geschafft. Bitte. Ah. Ach ja, warte mal, wie ging das nochmal? Ah, du musst einfach stehen. Gut. Ui. Komm, ist noch eins. Haben wir alle jetzt? Bin mir nicht sicher. Ja, das Exit-Schild leuchtet, also haben wir wahrscheinlich alle, oder? Es gibt manchmal auch mehr. Bin mir aber nicht sicher. Das oh, ist das denn? Ein Prisoner. Lass uns hier. Ah, ich bin tot. Oh. Ha. Nein, ich bin auch tot. Alles gut. Ich glaube, wir haben alle bekommen. Sehr geil. Ich glaube, 6 Stück ist die Norm. Es gibt immer 6 insgesamt. Aber gerade gab es nur 3. Oh, es gab doch noch einen. Sollen wir nochmal gucken? Möchtest du das gern? Ja, das regt mich irgendwie auf gerade. Ja, wir müssen eh noch den Zeitbonus nehmen. Ja, dann lass uns erstmal so machen und dann können wir ja nochmal einen Durchgang machen, wo wir die ganzen, wo wir verkackt haben, nochmal. Ja. Das auf jeden Fall. Ah! Oh. Kann man den töten, indem man auf ihn drauf springt? Nee, man muss den schon hauen, glaube ich. Beim B schmeiße ich ja diese Scheibe. Ja. Ach, mit X kann ich, achso, gleich in der Luft, so. Ja. Und wenn du Y gedrückt hast, kannst du dich selbst töten. Ja, okay. Ist das Jetpacks oder was? Ja. Hast du beide eingesammelt? Ja. Ah, die kommen wieder. Okay, wir kriegen es nicht hin. Ah, ich hab's bekommen. So, da sind wir. Nein! Kommen Sie mit! Es ist sicher! Ah ja, genau. Du brauchst mich nicht. Ist okay. Geh rüber. Scheiße, man kann dich nicht schmeißen während des. Du Kackwurst. Ja, komm, probier's nochmal. Hilf mir! Mach's gut! Hilf mir! Ja, ich komm ja schon. Ah, scheiße, verdrückt. Ah, verdrückt. Ah! Ey! Per, so. Mann! Das hat mich echt an als das erste Mal Super Mario, also dieses New Super Mario Bros. Für Wii rauskam. Aber mit Luigi und so? Ja, wo man sich auch so gegenseitig richtig auf den Sack gehen konnte. Das stimmt. Geht mir das auf den Sack. Geh mal nicht in Exit rein. Ich glaube, wir brauchen noch so. Ja, wir können jetzt hier Papierboot fahren. Geil. Tschüss. Sehr gut. Das ist doch bestimmt noch nicht alles. Kann ich rausschubsen? Ich glaube 7 und ein Wollknäuel. Das sollte alles sein. Sonst wäre ich sehr verwundert. Ich glaube, mit dem Zeitbonus wird es wieder nichts, ne? Nee, die Zeitbonus-Boni sind hier schon sehr krass. Müssen wir schon durchrushen und alles vergessen. Ja. Also, so. Wenn wir jetzt in das Level nochmal reingehen, könnte man dann alles nochmal einsammeln auch?
Ja, ja. Und den Zeitbonus, aber wenn man es dann, wenn man nur den Zeitbonus schafft und davor alle Kristalle schon mal in einem anderen Vorgang bekommen hat, würde man dann alles auf einmal haben oder muss man schon alles auf einmal schaffen? Nee, man muss nicht alles auf einmal schaffen. Also jetzt noch den Zeitbonus, dann reicht das. Ist ja einfach. Ja. Also was heißt einfach? Manchmal ist es bestimmt sicher auch schwer. Manchmal ist es schwer, den Zeitbonus zu kriegen, ja. So, jetzt haben wir natürlich diese Gems hier gesammelt. Jetzt können wir die auch ausgeben. Cool. Dann lass uns das doch noch machen und dann ist die Folge auch schon fast vorbei. Sehr gut. Wie viele Gems hast du? Meins wird nur angezeigt. Ich habe 16. Ich habe 16. Wahrscheinlich gleich viele, ne? Ja. Ja, sag ich jemanden. Schau mal, komm mal mit. Fangen wir ganz am Anfang. Oh, wo bin ich gelandet? Ne, kommen wir nochmal zurück. Richtig, wir können uns neue Köpfe holen. Und das sind hier Köpfe. Geil. Und 10 Diamanten kriegst du hier einen runden Kopf. Hier kriegst du einen eckigen Kopf. So einen rechteckigen. Mhm. Du musst hier ein bisschen springen, sonst fliegst du nach oben. Ups. Hier kriegst du sinnvollerweise einen dreieckigen. Und hier einen rechteckigen Kopf. Und das kann alles sein. Und hier oben, wo wir da oben waren, da kriegst du nämlich eine neue Waffe. Denn das ist lang nicht die einzige, sondern es gibt bestimmt 10 Stück. Falls es Update gab, vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Got the goods. Ja, das gefällt mir. Ah, 5 Vollknäuel kriegst du dann. Und was es hier noch gibt, weiß ich nicht. Lass mal sehen, was ist das denn hier? Ein RT? Trading Post. Ah, hier können wir... Ah. Oh. Castle Crashers. Mhm. Verstehe. Man kann sich traden hier. Interessant. Oh, nochmal. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ist die Folge nächste vorbei? Ja. Wie verlasse ich denn den Trading Posten? B? Ah, ja, okay, alles klar. Ja, ich hab grad, irgendwie hat er das nicht, gewollt. Oh! You unlocked a prisoner. Ideal. Ja, hab ich verstanden. Gut, wie kann ich jetzt wechseln? Now you can place them. Player Setup. Cool. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Das sollten wir vielleicht. Bei allen Zuschauern, insbesondere bei Benny und Thorsten. Ja. Und sehen uns dann nächsten Folge wieder. Absolut.